und willkommen zurück zum Face Yoga. Heute machen wir zunächst wie immer eine Atemübung. Danach wenden wir uns der Stirn zu und machen dort auch Massagen, stärken die Muskeln und am Ende gibt es dann nochmal eine kleine Entspannungsübung. Also schließ jetzt bitte die Augen und atmet ein und aus. Leg die rechte Hand auf den Bauch. Beim Einatmen wölbt sich der Bauch. Beim Ausatmen zieht er sich leicht ein. Wir atmen gleichmäßig durch die Nase. Wir atmen zwei ein und doppelt so lang aus. Also ich zähle mal. Ein, zwei, aus, zwei, drei, 4. Ein, zwei, aus, zwei, drei, vier. 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 Atmet noch fünfmal in diesem Tempo weiter. Beim nächsten Ausatmen öffnet ihr langsam die Augen. Was wir jetzt gemacht haben, ist eine verlängerte Ausatmung. Die verlängerte Ausatmung, also doppelt so lang wie einatmen, führt dazu, dass das vegetative Nervensystem komplett runterfährt. Das heißt, das ist ausgesprochen beruhigend. Wenn ihr euch also zum Beispiel mal schrecklich aufregt oder wütend seid oder aufgeregt seid, dann ist das eine sehr, sehr gute Methode, euch schnell wieder runterzubringen. Das regt den Parasympathikus an und beruhigt. Das kann man natürlich, wir haben das jetzt im Rhythmus 2-4 gemacht, das kann man auch 3-6 machen oder 4-8. Ich mache es mittlerweile 8-16, aber da kommt man halt dann ganz langsam hin. Je länger man das macht, desto leichter fällt es, die Einatemzüge und Ausatemzüge auch so lange zu halten. Also wendet das ruhig in eurem Alltag an. Wir kommen jetzt zur Stirn. Die Stirn ist, wenn man das Face Mapping betrachtet, also das Face Mapping geht davon aus, dass jeder Teil des Gesichtes einem bestimmten Organ zugeordnet ist. Und bei der Stirn ist das Magen und Leber vor allen Dingen. Deswegen kommt vielleicht auch die Zornesfalte zustande, denn die Leber wird ja auch mit negativen Gefühlen wie Wut zum Beispiel, Wut und Ärger assoziiert. Und wir machen diesen hier, wenn wir sauer sind oder wütend sind. Und dann gibt es hier so eine Zornesfalte oder auch zwei oder mehr. Wir machen heute Übungen für die Stirn und für diese Zornesfalte. Und dann noch eine Übung, die die obere Lidhälfte des Auges betrifft. Also fangen wir mal an mit der Stirn allgemein. Zunächst machen wir eine Massage. Wir legen die Finger hier in der Mitte der Stirn zueinander und gehen dann hier runter zur Schläfe und lassen das so ein bisschen ausflitschen. Das machen wir dreimal. Jetzt gehen wir ein bisschen höher bis zur Mitte der Stirn und machen da das Gleiche. Eins, zwei, drei. Und jetzt oben am Haaransatz nochmal Mitte der Stirn anfangen und zu den Schläfen runter. Und jetzt mal mit den drei Fingern. Im Grunde genommen das Gleiche. Macht ganz leichte Bewegungen. Ihr müsst nicht an der Haut rupfen oder zerren. Das ist sehr schön, um die Stirn einfach zu entspannen. Wenn wir jetzt hier an die Zornesfalte ran wollen, machen wir Folgendes. Wir legen die beiden
Zeige- und Mittelfinger rechts und links auf die Augenbraue. Und gegen den Widerstand, den wir hier ausüben, also wir ziehen hier ein bisschen das auseinander in der Mitte, und gegen den Widerstand, den wir jetzt ausüben, heben wir die Augenbrauen. Eins. Einatmen, ausatmen. Heben, einatmen, ausatmen, senken. 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 Und jetzt beim nächsten Mal haltet ihr das und zählt bis 10. Also gegen den Widerstand der Finger die Augenbrauen leicht anheben. Da kommt unser großer Stirnmuskel richtig ans Arbeiten. Schön halten und atmen. Und lösen. Jetzt machen wir eine sanfte Streichmassage von der Nasenwurzel zum Haaransatz. Diese Bewegungen sind immer ganz leicht. Das heißt, wir drücken nicht, wir rupfen nicht, wir zupfen nicht, wir streichen einfach leicht über die Stirn. Und nochmal diese Seitwärtsbewegung. Okay, als nächstes machen wir die Flirty Eyes, die flirtenden Augen. Und zwar legen wir dafür unsere beiden Finger hier hin, schauen nach oben, öffnen den Mund zu einem O und flackern dann mit den Ohrlidern. Ich mache es einmal vor. So, macht das bitte mit und das halten wir eine halbe Minute. Vergesst dabei das Atmen nicht, immer schön tief atmen, und jetzt könnt ihr das lösen, die Hände sinken lassen, die Augen einen Moment schließen. Das ist eine sehr schöne Übung, um diesen oberen Bereich, die Oberlider, zu kräftigen. So, und damit sind wir schon fast fertig. Zur Entspannung machen wir jetzt noch eine Klopfmassage. Wir fangen oben an der Stirn an, gehen runter zum Kinn, hoch zu den Wangen, die ganzen Wangen bis zur Außenseite und wieder nach innen zur Nase, wieder hoch zur Stirn und das Ganze nochmal, klopfen die Schläfen entlang, runter zum Kinn, hier gehen wir hoch zum Mund, die Außenwangen und wieder nach innen. Nase, Stirn und fertig. So, jetzt schließt nochmal eure Augen. Wie fühlt sich die Stirn jetzt an? Ist sie glatter als vorher? Ist sie entspannter? Versucht mal, das in euren Alltag zu integrieren, dass ihr ab und zu die Augen schließt und checkt, ob die Stirn jetzt angespannt ist oder nicht. Der beste Zustand für die Stirn und für die Haut ist auf jeden Fall, dass sie entspannt ist. Und das macht euren Gesichtsausdruck auch entspannter. Es ist okay, dass wir Mimikfalten haben, weil wir sehr oft natürlich die gleichen Bewegungen machen. Aber für die Haut ist es auf jeden Fall besser, wenn es entspannt ist. Das ist besser durchblutet. Und diese kleine Klopfmassage, die wir gemacht haben, die könnt ihr auch gerne morgens und abends machen oder auch mal zwischendurch, wenn ihr euch ein bisschen beruhigen wollt. Okay, fein. Das war's für die Stirn heute. Und wir sehen uns wieder morgen beim Face Yoga. Tschüss.